Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich der Paritätische Landesverband Baden-Württemberg mit seiner Zukunftsperspektive. Unter dem Motto der Paritätische 2025 beschäftigen wir uns in einem breiten Beteiligungsprozess mit unseren Mitgliedern mit den Themen Digitalisierung, Globalisierung, demografischer Wandel und Nachhaltigkeit. Wir haben uns dann entschieden, dass wir uns fokussieren auf zwei dieser Themen, nämlich auf das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind die Themen, die unseren Mitgliedern am meisten unter den Nägeln brennen und wo sie Unterstützung brauchen bei der Realisierung in ihren eigenen Unternehmen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine große gesellschaftliche Herausforderung und wir werden versuchen, an diesen Themen mitzuwirken. Auf der sozialpolitischen Ebene werden die Themen Soziales, Ökonomie und Ökologie immer als voneinander getrennte Säulen betrachtet, die eigentlich kaum Berührungspunkte zueinander haben. In Wirklichkeit sind es aber drei Lebenswelten, die unmittelbar miteinander verzahnt sind und die eigentlich eng ineinander greifen sollten, um einen Prozess in Gang zu setzen, der uns dem Thema enkeltaugliche Umwelt und enkeltaugliches Leben ein Stück näher bringt. Das Ziel dabei ist, ein gutes Leben für alle, für immer. Dafür benötigen wir eine unbeschädigte Welt. Und es ist wirklich sehr schön umschrieben als enkeltaugliche Welt. Die größten Herausforderungen dabei sind die Erderwärmung und das Artensterben. Den größten ökologischen Fußabdruck haben dabei die reichen Industriestaaten und da wiederum die Menschen mit dem höchsten Einkommen und mit dem höchsten Bildungsstand. Das erschließt sich nicht so unbedingt, weil man ja denkt, dass das ökologische Bewusstsein gerade bei Menschen mit hoher Bildung am stärksten im Leben auch verankert sein sollte. Aber leider ist das genaue Gegenteil der Fall. Menschen mit hohem Einkommen und hohem Bildungsstand sind eigentlich diejenigen, die den größten Fußabdruck hinterlassen und ihren Lebensstil eigentlich nicht so anpassen, wie es eben für die Umwelt und für die Zukunft begrüßenswert wäre. Deshalb müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, was ist eigentlich ein gutes Leben? Nachhaltigkeit müssen wir also als Prozess begreifen, bei dem alle Räder ineinander greifen. Soziale Nachhaltigkeit ist deswegen der Weg und das Ziel. Das schaffen wir nicht allein. Deswegen haben wir uns im letzten Jahr aufgemacht und haben einen Bündnispartner gesucht. Und ich glaube, dass wir mit dem BUND einen Partner gefunden haben, wo die Ziele sehr identisch sind. Unsere Wege waren vielleicht bisher unterschiedlich, aber wir schauen doch mit einem gleichen Idealismus und einer gleichen Wertehaltung auf diese Themen. Und in einem ersten Workshop miteinander haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wir ziemlich gut übereinstimmen in dem, was wir erreichen wollen, aber einen sehr unterschiedlichen Weg bisher gegangen sind. Und der soll sich jetzt zusammenfügen. Also wir werden in Zukunft stärker mit dem BUND kooperieren, um die Ziele, die wir ja gemeinsam haben, besser umsetzen zu können. Und darauf freue ich mich.